Hallo Freunde, FreeClear von MagicBlocks.de. Wir sind beim Modern Horizon 3 Pre-Release-Event. Hashtag Werbung. Und wir haben einen frischen Booster. Wir haben den Bolt. Replicate Bolt. Amped Raptor. Den Cartographer finde ich ganz cool. Okay, Improvise Bell. Ich meine, das haben wir gerade gemacht mit dem Snacker. Okay. Der ist eigentlich auch ganz cool, diese Ramp. Ich glaube, ich starte mal mit einem Bolt. Versuche mal Richtung Energy zu gehen. Oder hab... Ich meine, wir haben hier nochmal einen Counter. Nightblade, okay. Servant ist cool. Das ist ein der Looter, aber das Removal ist halt ultra stark. Ich glaube, das muss ich nehmen. Raktus ist so Artefakt. Da wäre der hier zum Beispiel ganz cool. Was haben wir denn hier noch? Energy Angel, der ist halt natürlich auch cool, aber halt doppelweiß. Da wäre Destroyer Card, falls wir dann doch wieder woanders hingehen wollten. Also jetzt ist fast schon, gell, gehen wir in Energy oder gehen wir in Artefakte? Das ist die Frage. Ich versuche mal. Ich bleib mal rot. Okay. No. No. Okay. Cranial Ram. Let's go. Dann versuchen wir das halt mit den Artefakten. Wer sitzt mit uns am Tisch? Queen of Cardboard kennt man. Oder kenne ich zumindest. Human Token, da kann man natürlich nichts machen. Okay, Ironworks. Das ist super. Der hier ist auch insane, aber das Ironworks... Da ist nochmal ein Discharge drin und eine Kalia und der Retrofitter. Das kann uns in Energy und im Artefakt-Deck nützlich sein. Deswegen glaube ich, die Phyrexian Ironworks ist ein guter Pick. Macht 3-3. Golems. Tja, das ist echt, echt schwierig. Also der Start hier, fand ich, wir haben echt viel rotes Removal weitergeschoben. Ah, vielleicht kommt da was zurück, das wäre wirklich gut. Dieses neue Harnessed Lightning, dieses Ein-Mana-Harnessed Lightning, das ist halt echt, echt stark, aber die Booster sind halt voll. Come on. Cheap, okay. Wir müssen noch ein bisschen warten, wir sind zu schnell. Okay, wir haben Emissary. Komplett andere Farben, aber eine gute Karte. Wir haben einen Junk Diver. Wir haben den Familiar. Wir haben noch ein Equipment. Das Equipment ist nicht so toll. Ich finde den Familiar eigentlich ganz cool, wenn wir in dem Schwarz, dem Raktos-Ding bleiben. Oder wir nehmen Tune the Narrative. Ich glaube, wir haben bis jetzt, also man könnte auch in Iset Energy gehen, aber bis jetzt bei unser Energy-Thema schon auch echt gut wäre. Ja, wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Ich will ungern das, die Ram und das Breath aufgeben, wenn ich nicht muss. Einfach so. Schauen wir mal, was wir zusammen bekommen. Sehen wir ja, was wield. Und das Thema, das offen ist, entweder Iset oder Raktus, da schieben wir uns halt rein. Okay, Stormdrake. Und Terramander. Der Stormdrake ist halt, der macht halt drei... Ja. Der macht halt Energy. Und ist ein 3-2 Flyer. Ich meine, man muss den nicht... Oh doch, man muss, okay.
Dann ist der im Limited tatsächlich nicht so toll. Dann, ja, bleibt man bei uns im Artefakt-Thema. Hier haben wir jetzt nichts Wichtiges drin. Jetzt könnte man weiß oder ein blau. Da haben wir ja eh ist vielleicht was wollen. Nehme ich mal das blaue Duelland. Da wäre noch ein Grave Digger, da wären die Sneakies wieder. Könnten wir Improvise machen. Aber ich glaube, ich nehme mal einen Grave Digger. Da wäre nochmal ein Grave Digger oder ein Counter. Eine Token. Leaves. Wir machen mit zwei Sachen Tokens. Ich nehme den mal. Der sieht super shady aus, aber nochmal einen zweiten Grave Digger weiß ich nicht, ob wir wollen. Den können wir immer noch cutten hier, so spät wie der kam. Okay. Turn the narrative. Dann nehmen wir das eben ins Sideboard. Aber von dem Removal ist leider nichts mehr wiedergekommen. Also es ist oh, die Removal. Ah, dafür kommt das wieder, okay. Ist doch auch insane. Wir haben auch nicht so viel Rot, muss man gestehen. Unser Rot ist eigentlich das Ironworks. Wir können auch die mir sein und das Rot nur splashen, wenn wir wollten. Wir haben zumindest die Artefakt One-Drops, das ist schon mal gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und ein Chunk Die war als Last Pick, okay. Okay, wir haben ein Delta, das fixt uns schon mal. Wir haben einen Pinnacle Monk. Dann haben wir hier noch mehr Fixing. Wir haben hier Removal. Aber ich glaube, ich nehme das Delta. Das lässt mich dann tatsächlich offen noch zu switchen, wenn ich will. Yeah, Baby. Was ist besser? Rebirth oder Imskier? Meine, der kann früh kommen. Und beendet Spiele. Da ist noch ein Born Power Stone drin. Ja, komm, also. Wir sind in dem Deck, dann draften wir es auch. Okay. Sehr, sehr gut, der Golem. Da haben wir auch unsere Karte, die ist auch sehr gut. Und wir haben noch die Ghostfire Slice. Ist halt auch richtig gut. Der ist halt auch richtig gut. Ich glaube, ich nehme das Removal und hoffe, dass der wiederkommt, der 2-3er. Oh, Frog! Und er hier ist halt auch insane. Mein Frog kommt halt im Leben nicht durch bei uns. Aber wir könnten ihn splashen. Wir könnten auch einen Barbarian Ring spielen. Ich frogge. Ich weiß nicht, ob man spielen. Ich einfach nur, weil es cool ist, weil ich die Frogs so cool finde. Die sind im Limited, glaube ich, einfach Müll. Aber man kann ja mal auch die Shady Picks machen. Okay. Spy Masters Vault. Ist eigentlich ganz cool. Connived. Da haben wir nochmal so eine Zombie-Ding. Wir haben nochmal. Ne, aber das ist eine andere Flame. Okay. Land. Weiß ich nicht. Kann gut sein, kann sehr gut sein. Nochmal Renewal. Ich glaube, ich nehme nochmal ein Artefakt. Ja, sehr gut. Cranial Ram ist genau das, was wir wollen. Ist genau das, was wir wollen.
Ja, ich glaube, mein Frog wird nichts. Wobei das ist cool wäre. Wäre halt echt cool. Okay, wir haben den Mockbob, der ist relativ schwer zu casten für uns. Wir haben noch den Simulacrum, den finde ich ganz cool. Die Bobble könnte man auch spielen. Die cycelt. Ich glaube, ich spiele lieber den 1-1er. Den ich dann opfern kann. Jawohl. 2-3er kommt wieder. Den nehmen wir gerne. Der ist auch ein Artefakt. Hilft uns. Traint noch ein bisschen. Ich glaube, ihn hier braucht man nicht. So viel Tokens macht man nicht. Okay, dann haben wir Fixing. Deserted Temple. Ich nehme mal noch so ein random Land mit. Man kann nie wissen. Falls man noch ein. Ja gut, den nehmen wir natürlich. Den Rebirth nehmen wir natürlich. Ist halt meistens ein 2-for-1, ja. Vor allem haben wir Sachen, die günstiger werden, aber auf der Karte hohe Mana-Values haben, wie jetzt den Familiar, den wir für 4 Schaden wiederholen können. Okay, wir hatten hier nochmal ein Land, aber ich nehme nochmal einen Gatekeeper, glaube ich. Barbarian Ring. Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Power aus den Ländern kann nie schaden. Okay, Modifier, den werden wir nicht spielen. Und die Axt, vielleicht. Da ist ja noch mal ein Frosch, gell? Ich habe vorher schon gesagt, es funktioniert nicht. Okay. Der Apprentice ist natürlich super gut für uns. Nehmen wir. Nehmen wir natürlich. Sorry, Frosch. Einmal habe ich dich genommen, völlig unnötig, aber. Removal. Die Void Kick Mann. Sonst ist hier für uns nichts drin. Dann nehmen wir das Removal. Recruiter. Nice. Und ein Flare. Das können wir auch nicht brauchen. Ah. Four. Kriegt man das hin? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das Land einfach besser für uns. Ja. Ist halt einfach ein Land. Also ein Duoland, das dann vielleicht Kartenvorteil macht. Die sind alle ganz gut, finde ich. Die ankommen Duolander. Also nicht nur im Draft, aber da vor allem. Oh, Persist. Persist. Können wir was Vernünftiges persisten? Squaw ist natürlich auch gut. ETB 4 Schaden. Nehmen wir, hätte ich gesagt. So ein gutes Top-End. Meltdown. Super schlecht gegen uns. Das war gut gegen uns. Wir haben nochmal ein Removal. Flooded Strand, okay. Living Weapon, Living Weapon. Affinity for Artifacts, ja. Kann man machen. Junk Diver wird man wahrscheinlich nicht spielen. Weiß nicht, ob man den Enforcer wirklich spielt, aber kann relativ früh kommen. Nochmal ein Land. Von denen spiele ich auch zwei. Muss man die Axt gleich mal auch anschauen, mit Bedacht, ob man die braucht. Okay, Snacker, Mock Fanatic. Ich meine, wenn man casten kann, ist es super.
Bei dem weiß ich nicht genau, ob man den wirklich brauchen. Wir machen viel Removal. 13 Kreaturen nur. Vielleicht brauchen wir einfach das Grave-Dig nicht, aber das spielt man doch auf jeden Fall, oder? Machen wir die Axt ein bisschen weg. Wir haben eigentlich 14, weil wir ja noch dieses Ironworks haben. Da wäre noch mal ein Retrofitter. Ich glaube, der ist richtig gut in unserem Deck. Kommt wieder, kann gesackt werden. Hier braucht man einfach gar nichts. Wir haben halt das Rebirth. Vielleicht kann man dann. Also, es ist tatsächlich eigentlich schwierig, Gravedigger zu cutten, aber ich mache es mal. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Okay. Und noch eine Axt. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Cut, Freunde. Oder ich habe irgendwo ein Land vergessen. Das wäre natürlich super ideal. Ich meine, 14, 15 Kreaturen. Mir wäre es am liebsten, wobei das auch Kreaturen sind. Ich glaube, ich cutte die Katze. Oder den Mog. Ja, ich cutte den Mog. Und dann haben wir noch jede Menge Länder, die rein können. Das heißt, wir können hier cutten. Okay, schauen wir mal, wie sich's spielt, das Deck. Sieht nicht so schlecht aus. Okay, Amazonien. Und wir haben. Tja, keine gute Hand, aber eine Hand. Wir haben zumindest das Ram. Okay, dann schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall ein Artefakt nachziehen, wäre gut für den Familie oder ein Land. Ja, da ist schon mal das Land. Göchen. Affinity. Es kann dieser Instant sein, der eine Karte zieht oder ein Land ins Spiel bringt. Okay. 3-Drop abgeworfen. Ja, man hat noch mal einen, verstehe. Ja, das hilft natürlich. Spiele den als 2-2er und dann geht's los. Attack! Das ist der Plan. Das ist das Deck. Ein Removal haben wir noch. Muss reichen.
Okay, Kicker. Exile Target Artifact or Enchantment in Enchantment. Buh! Ja, ich würde wahrscheinlich das Plating exilen, oder? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hey. Steht auf dem sonst noch was drauf? Nee. Null zwölf, das ist eine Wand. Ich würde sagen, wir machen es mal so. Und ich greife mit dem 5-3er an. Zwinge hier wahrscheinlich einen Jump. Weil wenn es gut läuft, können wir nächste Runde. Wieso so? Ist das Mana so wichtig? Weil so haben wir nächste Runde 2 Removal offen. Das heißt, wenn jetzt nicht gerade was 2 Buddies baut. Kommen wir da doch irgendwie durch. Okay, das sieht vernünftig aus. Außer da ist noch irgendwie Shenanigans am Start. Natürlich sind da Shenanigans am Start. Attack. Schade, das war knapp, aber das ist schon auch Screw Beats Flat halt. Am Schluss sind wir mal zu langsam. Sehr gute Karte, das hier im Visionary. Ich mach's jetzt gleich, dann kann ich nämlich equippen. Mein Mana komplett genutzt. Okay. Der hat Unearth, das sollte genug sein, oder? Warte, wie funktioniert nochmal Bestow? Becomes a creature if it's not attached. Ja, dann trade mal halt. Dann traden wir halt. Ah, das ist ein Problem. Das macht halt das Board zu. Das war so richtig zu. Ja. Guter Draw. Ich will eigentlich nicht traden. Ah.
Könnt hier sacken und angreifen. Ich glaube, ich mache es so. Wenn da ein Eldrazi auf der Hand ist, dann hätte ich gern. Dann hätte ich gern das Removal noch auf der Hand. Und ich kann unearthen, equippen, hier schießen. Schauen wir mal. Echt jetzt? Okay. Das wäre lethal. Aber da kommt bestimmt noch was. Okay. Fair. Fair. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dieses Draw Card. Good game. Unser Flieger hat's gerichtet. Spannend. Ja, okay. Wir hätten auch noch mal was, das zurückholt. Krass. Okay. Doch, grindier mehr grind, als ich gedacht habe. Aber es hat gereicht. Gerade so. Nochmal, nochmal. King Gex. Okay. Okay, One Drop, Removal. Das sieht machbar aus. Könnt theoretisch das sogar irgendwann legen. Turn 2 oder was abschießen mit dem Bolt. Die Hand hat auf jeden Fall Potenzial. Der Bolt ist leider eine Sorcery, das ist ein bisschen ein Problem. Okay. Ja, jetzt könnte man weitermachen, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Weil er schießt eigentlich auch 4 Schaden, wenn wir noch ein Land ziehen. Ja, wobei. Schauen wir mal. Wenn ich könnte doppelt blocken. Dann braucht der Opponent irgendwas aus den drei Handkarten. Okay. Fair. Dann machen wir das jetzt gleich. Und ich hole nachher
Mit dem Rebirth einfach was. Oder auch nicht. Oder wir spielen einfach die hier. Fertig. Die machen Kartenvorteil. Dann kann ich nächste Runde ihn sogar spielen, wenn ich will. Wobei ich will eigentlich den Gatekeeper rebirthen, wenn ich ehrlich bin. Bei so einem Familiar rebirthen ist auch nicht so schlecht. Servo, ja. Ein Fight wahrscheinlich. Okay. Spannend. Dann machen wir was ganz was anderes. Weil den kann ich auch rebirthen, wenn ich will. Und hier abstellen. Oder mein Hard Removal halt finden. Ja. Okay, oder so. Oder so. Das hilft natürlich auch. Ist da noch was versteckt, oder? Okay. Ja, fair. Fair, 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 fair. Ich meine, ich block, das gibt mir ja wieder 6 Schaden mit meinem Rebirth. Wobei, was soll's. Nehme ich halt einmal 5. Okay. Attack! Golem. Göchen. Mein Weiß hat ein Board Vibe, ein Energy Board Vibe. Der kriegt aber, glaube ich, Score nicht los. Fair. Good game, good game, good game, good game. Cool. Also, ihr habt das Deck gesehen. Ich könnte noch so ein bisschen weiterspielen, aber an sich doch ganz geil. Diese Rakdos-Artefakt-Geschichte funktioniert echt gut. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.